Hallo ihr Lieben, Christian Schemeier, Paartherapeut, Beziehungscoach und genau, wir haben heute mal wieder eine Mail. Es gibt weiter die 30.000 Abonnenten-Challenge bei mir auf dem Kanal. Innerhalb von 3 Monaten mach mit, abonniere meinen Kanal. Animier deine Freunde, Familie, Bekannte. Schöne Art, Wertschätzung zu zeigen für meine Arbeit. Und genau, wir haben heute mal wieder eine spaßige Mail. Ich steige mal direkt in der Mitte ein und es geht um Sarkasmus unter anderem. So, gut, am Ende war ich quasi davon überzeugt, also es gibt eine 15-jährige Beziehung, dass alles, was er in einem sarkastischen Ton sagte, schlicht und einfach die Wahrheit sei. Einmal fragte ich ihn, ob er mich denn überhaupt noch mag. Das war seine natürlich sarkastische Antwort, nein, aber ist ja nicht schlimm. Auf meine sehr empörte Antwort darauf, ob er denn überhaupt noch mit mir zusammen sei, sagte er wieder sarkastisch, na, ich weiß ja nicht, wo ich sonst hin soll. Auch hier, denke ich, steckt viel Wahrheit dahinter. Stimmst du mir zu? In all der Zeit hat er mich im Grunde genommen nie offen abgewertet, im Sinne einer direkt ausgesprochenen Abwertung, wie man sie auch oft häufig hört, hier auf deinem Kanal, aber auch anderswo. Es war die ganze Zeit versteckt hinter dem Sarkasmus, weshalb es auch bei mir so lange dauerte zu erkennen, dass es eigentlich Abwertung war, getarnt unter einem harmlos erscheinenden Mantel des sogenannten Humors. Also vorher schreibst du auch, dass er sich über Körperteile lustig gemacht hat. Auf diesen wurde immer verwiesen, wenn ich mich darüber beschwerte. Das Ende vom Lied bzw. unsere Beziehung brauche ich hier gar nicht lang und breit zu thematisieren. Ist ja im Grunde immer dasselbe. Neben der inkonsistenten und sarkastischen Abwertung, Dating-Apps benutzen, auf Dates gehen, das natürlich leugnen, Gaslighting, Frauen in unserer gemeinsamen Wohnung übernachten lassen. Wo sind deine fucking Standards? Wenn ich nicht da war, ohne es mir zu sagen, wieder Gaslighting, versprechen, dass alles nicht mehr macht, wieder Dating-Apps benutzen. Auf Dates gehen das natürlich Leuten, Gaslighting, am Ende mir die Schuld für alles in die Schuhe schieben. Du musst meine Kurse machen oder irgendwas anderes, aber so geht's nicht. Also du hast definitiv ein Selbstliebe- und ein Standardproblem, ne? Und das ist nicht nur dieser Sarkasmus, also da war bestimmt noch viel mehr, was du nach und nach sehen wirst. Weil ist einfach ein absolut, ja, ungleichgewichtige Beziehungen und einer macht nur, was er will, der andere sucht, also weißt du, man muss gar nicht nach Splittern suchen, das sage ich immer gerne, wenn es Balken gibt, so, ne? So, nach 15 Jahren zum ersten Mal am Tag der Trennung, das erste Mal, ne, und sagen, dass er mich liebt, nach 15 Jahren zum ersten Mal am Tag der Trennung. Ende des Trauerspiels. Das war leider keine dramatische Übertreibung oder pointierte Hervorhebung mit Hilfe von Humor. Aber das weißt du ja sicher, sowas kennst du zu Genüge. Mich interessiert wirklich deine Meinung zum Thema Sarkasmus und Abwertung. Sarkasmus hat in der Beziehung nichts zu suchen. Punkt. Habe ich schon als Paartherapeut immer gesagt. Da muss man gar nicht drüber reden. Das ist, selbst wenn es Witz wirklich witzig gemeint ist, kommt es häufig schlecht falsch an. Es ist einfach eine riskante Geschichte, deswegen ist meine Meinung, Sarkasmus hat nichts zu suchen in einer Beziehung und wird natürlich häufig, werden Abgrenzungswünsche, Kritik und auch Aggressionen versteckt hinter Sarkasmus. Also, einfache Antwort, nichts zu suchen in einer Beziehung. Ende vom Lied und wir sehen uns bald wieder. Ciao.